Warhammer 40k Gladios hat den ersten DLC, das erste kleine Erweiterungspaket. Das Spiel kennt ihr von meinem YouTube-Kanal. Viele Preview-Let's Plays, einen Livestream oder sogar mehrere. Auf jeden Fall ganz, ganz viele Videos gab es dazu. Ein runden Taktik, ein runden Strategiespiel. Warhammer 40k trifft auf die 4X, auf das 4X-Genre. Das ist das Leitmotto dieses Spieles. Das heißt, im Warhammer 40k Universum, in dem Spieleuniversum, diesem kriegerischen Universum mit ganz furchterregenden, furchteinflößenden, martialischen Rassen, die auf einem fremden Planeten, auf Gladius, um die Vorherrschaft kämpfen, um Ressourcen, um die Ehre und darum, wer als einziger durchkommt und alle anderen ausmerzt. Das ist so ganz, ganz grob die Idee des Spieles in einer 4X-Welt, also ein bisschen ähnlich wie bei Civilization beispielsweise. Man kann Städte oder Siedlungen errichten, Technologien erforschen, den Fog of War, den Kriegsnebel lüften und so weiter, aber schon sehr, sehr kriegerisch orientiert, also ein etwas abgespeckter 4X-Titel mit, deshalb habe ich auch gesagt, so eine Art Hybrid zwischen Rundenstrategie und Rundentaktik. Playlist blende ich euch gerne ein, viele Videos von mir dazu und jetzt der erste DLC und den würde ich euch gerne gemeinsam vorstellen mit dem deutschen Entwickler, mit Lorenz Roman. Hallo Lorenz. Hallo Daniel. Reinforcement Pack heißt dieser kleine DLC, der knapp 4 Euro kostet im regulären Preis auf Steam. Der liefert 5 neue Einheiten, für jede der 4 spielbaren Fraktionen eine und außerdem eine neutrale Einheit. Ich zeige euch die alle mal auf einen Blick. Lass uns mal links oben beginnen. Das ist die neutrale Einheit. Was hat die im Spiel hier zu suchen? Welche besondere neue Herausforderung bringt die für uns? Ja, das sind die sogenannten Neophyte Hybrids. Das sind eben Kultisten, die gewissermaßen unsere Basic Ranged Infantry, also Infanteriegegner, neutral Infanteriegegner, die früh im Spiel auftreten und so ein bisschen das zu den Crude Hounds abrunden sollen, weil wir hatten da bis jetzt nur Melee-Einheiten, die dem Spieler, also Nahkampfeinheiten, die dem Spieler zu Beginn entgegengestellt wurden, wenn er den Planeten erforscht hat. Und jetzt haben wir da eben auch Feindkampfeinheiten. Und deren Spezialität ist, dass sie sich halt wirklich mit sogenannten Hinterhalten verstecken können. Das heißt, wenn man in ihr Overwatch-Fire reinmarschiert, dann haben die erhöhte Präzision und erhöhten Schaden. Das heißt, die Erkundung wird etwas riskanter zu Beginn des Spiels. Aber man kann natürlich mit seinen gestandenen Wachleuten, also Guardsmen und normalen Tactical Marines, kann man die schon auch gut bekämpfen. Also es ist definitiv nicht übermächtig. Aber ein bisschen schwieriger wird das Spiel dadurch schon, aber für alle Fraktionen gleichermaßen, denn das ist ja der neutrale Gegner, mit dem alle 4 zu tun haben. Die wiederum bekommen jetzt, damit sie ein bisschen mitleveln, ein bisschen aufrüsten können, jetzt auch noch eine Zusatzeinheit. Links unten zu sehen, das ist die Einheit von Astra Militarum, die neu dazukommt, Tempestus Scions. Was liefern die? Ja, also das ist Elite Infantry, der Astra Militarum. Und einer der großen Punkte dieses DLCs war halt, dass wir speziell von den Fraktionen oder von mehreren Fraktionen die Infanterieeinheiten ausbauen wollten, damit die Spieler da noch mehr Optionen haben und man nicht irgendwie gezwungen ist. So, es gab diese Early Tier, also die Anfangs Guardsmen und dann später zum Beispiel die Bulgrins. Und wir wollten halt auch noch, was das so wirklich die mittlere Lücke füllt und auch spezialisiert ist. Und die Tempestus Scions gehören dazu, die in ihre Spezialfähigkeit ist, das sogenannte Move Through Cover oder auf Deutsch eben durch Deckung bewegen. Das heißt, mit ihnen kann man ohne Bewegungspunkte zu verlieren weite Distanzen durch den Wald durchführen. Sie sind deutlich präziser im Feuern als reguläre Guardsmen der Astra Militarum und sind dadurch natürlich ideal, um Hinterhalte zu machen oder schnelle Schocktruppen, die eben einen Vorstoß machen durch schwieriges Gelände wie Ruinen oder Wälder. Auch die nächste Einheit ist ein Infanterietrupp, rechts unten zu sehen. Jetzt wird es ein kleines bisschen gruselig wie immer, wenn die Necrons in den Kampf mit reinkommen. Unsterblich sind die Necrons und die Unsterblichen, die Immortals, das heißt auch dieser Einheitentrupp. Jawohl, das ist die Elite Infantry der Necrons ebenfalls, die eben als Ergänzung zu den normalen Warriern oder Kriegern gedacht ist. Die normalen Krieger sind mit Gausswaffen ausgerüstet, was sie speziell gegen Fahrzeuge extrem stark macht, weil das kennt man vielleicht vom Brettspiel, dass eben Gausswaffen selbst schwerste Fahrzeuge die Rüstung durchbrechen kann. Und damit kann man mit diesen Necron-Kriegern eben viel anrichten. Und die Immortals dienen eben als Ergänzung dazu. Die haben einen sogenannten Tesla-Karabiner.
Das ist eine Tesla Carbine, die eben Tesla Blitzschläge feuert. Man kennt es vielleicht auch vom Obelisk. Und der Vorteil von denen ist, dass sie halt Reichweite 2 haben. Das heißt, sie verlieren im Gegensatz zu den Gauss-Waffen nicht an Reichweite und sind trotzdem sehr stark gegen Infanterie oder Schwärme von schwächer ausgerüsteten Einheiten, wie zum Beispiel Guardsmen oder Boys oder eben auch die Neophyte Hybrids. Aber sie sind auch besser gerüstet als normale Krieger. Das heißt, sie dienen so als Ergänzung. Man kann sie dann gewissermaßen als Stoßtrupp, um den Brückenkopf aufzubauen, erstmal mit den Immortals vormarschieren, die dann das ganze Overwatch-Feuer aufsaugen gewissermaßen und dann mit den Kriegern nachrücken. Oder man kann sie in der zweiten Reihe spielen, dass sie eben keinen Schaden verlieren aufgrund der Reichweite von zwei Feldern. Also ja, eine gute ergänzende Infanterieeinheit für die Necrons. Rechts oben die bulligen Kerlchen, die ihre Waffen in den Himmel hinaufstrecken und vor sich hin brüllen. Das sind die neuen Einheiten der Orks. Das sind die Flash-Gits. Das sind, man könnte quasi sagen, das sind Mietkämpfer. Das sind Söldner in Diensten der Orks, die ja auf Gladius herumwuseln und versuchen, den Feinden den Garaus zu bereiten. Was bringen die? Ja, die sind ausgerüstet mit sogenannten Poser-Women. Also, wie du schon meintest, das sind Söldner, Piraten. Und sie sorgen eben auch dafür, dass Orks endlich eine Waffe haben, um mit Infanterie gegen andere Infanterie oder leicht gerüstete Ziele vorzugehen. Also die Poser-Wumme ist sehr ähnlich zum sogenannten Heavy Bolter. Also das ist ja die schwere Bolter-Waffe, die eben, man kennt es vielleicht vom Lehman Russ Battle Tank oder auch anderen Fahrzeugen, die eben ausgezeichnet ist, um eben selbst Space Marine, gerüstete Space Marines zu bezwingen. Und die haben eben, die Orks hatten bis jetzt ja nur hauptsächlich Nahkampfinfanterie und das gibt ihnen die Möglichkeit. Man muss jedoch darauf achten, dass die präziser werden, wenn sie auf der Stelle stehen bleiben. Man kennt es vielleicht so ein bisschen schon vom Heavy, ist allerdings nicht, also von schwer, den Trade für Astra Militarum wie Raketenwerfer beim Heavy Weapons Squad, dass man eben da stehen bleiben muss, damit man keine Präzision verliert beim Feuern. Und das ist bei denen etwas ähnlich. Und sie haben aber auch noch die Funktion des sogenannten Munigrads. Das heißt, sie können da auch nochmal ihre Präzision mit einer Fähigkeit eben erhöhen, temporär und kurzfristig. Also die wurden auch viel gewünscht, die Flashgates. Also da haben sich die Leute beschwert, ja, warum hattet ihr keine Flashgates? Ich meine, ja, das Problem ist, man kann immer nur so viele Einheiten zum Release bringen. Wir haben, glaube ich, über 16 oder 17 Einheiten pro Fraktion. Deswegen muss man bei einigen Einheiten halt jetzt nachziehen. Aber wir hören ja da auf das Kundenfeedback, ganz professionell, und haben die jetzt noch nachbauen lassen. In der Mitte rollen jetzt die Space Marines mit den Land Raiders, schwer gepanzert, rein in das Gefecht. Mächtige, mächtige Fahrzeuge, ausnahmsweise mal kein Infanterietrupp. Warum sind die jetzt plötzlich auf Ketten unterwegs und nicht auf ihren Füßchen? Ja, der Grund ist da der, dass die Space Marines bereits sehr gute Infanterieeinheiten haben. Also wir haben da gewissermaßen die ganze Palette abdecken können. Aber wo halt ein bisschen noch schon die Schwäche war, wenn du dich erinnerst, das wurde sogar gefragt, ja, die Space Marines haben keine wirklich schwere Einheit, so keine Endgame-Einheit, und der Land Raider, also selbst wenn er natürlich nicht von den Kosten, ich meine, er kostet trotzdem nur irgendwie halb so viel wie jetzt die sogenannte Bane Blade oder eben der Tesseract Vault, also die ganz großen Einheiten der anderen Fraktionen, aber nichtsdestotrotz ist der Land Raider halt eine extrem starke Einheit, die sehr schwer gepanzert ist, hat maximale Panzerung. Das heißt, für Space Marines, die haben da auch die Option, dann eben diesen großen Behemoth, diesen Koloss ins Schlachtfeld zu bringen. Und der kann auch ausgerüstet werden mit Upgrades, mit einem sogenannten Multi-Melter, dass dann oben einer drin sitzt, mit einem kleinen Melter-Turret. Und der ist dann extrem stark, um gegen andere Fahrzeuge vorzugehen, aber auch gegen Infanterie ganz ordentlich. Und nicht zuletzt, er ist auch ein Transport. Das heißt, man kann 3 Infanterieeinheiten damit transportieren. Das ist noch ein verhältnismäßig kleiner DLC. Eine kleine Erweiterung kostet regulär aus Steam knapp 4 Euro. In der Textbeschreibung des Videos auf YouTube findet ihr einen Shop-Link,
auf Games Planet. Meinen Shoplink, da könnt ihr diesen DLC ein bisschen preiswerter bekommen. Da spart ihr doch etliche Cents. Auch so keine riesige Ausgabe, aber immerhin eine Möglichkeit, den noch ein bisschen preiswerter zu bekommen. Das ist ein Affiliate-Link, das heißt, ich verdiene da auch ein bisschen was, ohne dass der Kauf für euch teurer wird. Was mich aber noch interessiert, das ist die erste Erweiterung. Es ist eine kleine Erweiterung. Frühzeitig wurde ja angekündigt, wenn das Spiel halbwegs gut läuft, und es scheint ja ganz gut zu laufen, dann gibt es auch noch mindestens ein Add-on. Ich weiß, du darfst jetzt nicht bis ins letzte Detail reinspoilern, weil wer weiß, wer so alles mithört, die Marketingabteilung von des Publishers Slytherin hat vielleicht auch eigene Vorstellungen darüber, wann man was bekannt gibt, aber so ein kleines bisschen, in welche Richtung geht das Add-on? So ganz, ganz grob. Ja, also wir arbeiten ganz hart daran, dass eben der erste große DLC noch vor Ende des Jahres kommt. Wir werden eine neue Fraktion bringen, die sich komplett anders spielt, mit komplett neuen Fähigkeiten oder Mechaniken. Und dementsprechend kann ich da natürlich nicht allzu viel verraten, aber wir setzen alles Mögliche daran, dass es noch vor Ende des Jahres fertig wird. Und weil die Zeit halt bis dahin doch schon etwas länger ist, haben wir eben auch diesen kleinen Unity-DLC noch rausgebracht. Der ist auch von der Programmierarbeit nicht ganz so viel Aufwand, sondern halt einfach hauptsächlich das Modellieren, das Animieren der Einheiten, das Texturieren etc. Das heißt, wir konnten damit noch etwas gut die Lücke füllen und hoffen halt trotzdem, dass wir noch rechtzeitig alles gewissermaßen an den Mann bringen und uns da voll einsetzen. Das klingt gut. Das klingt danach, als ob ich ja richtig Lust hätte, dann auch kurz vor Weihnachten oder wann auch immer diese Erweiterung rauskommt, die euch auch nochmal zu zeigen. Entweder in ein paar Videos oder, das ist ja immer eine verlockende Möglichkeit, in einem Livestream mit Entwicklern. Da könnte ich Lorenz dann bei Gelegenheit mal fragen, ob er Lust und Zeit hat, mitzumachen. Lust immer, Zeit muss man gucken, aber das wäre ja schon eine Idee. Mal schauen, ob das klappt. Ihr Lieben, das ist das Angebot für euch, dieser kleine Mini-DLC, um die Wartezeit zu überbrücken, falls ihr die Wartezeit noch mit was ganz anderem überbrücken wollt. Wenn ich darf, noch ein kleiner Ersatztipp, jetzt im Augenblick Mitte, Ende Oktober 2018 gibt es auch noch einige andere Warhammer-Spiele mit fetten, dicken Rabatten bei Games Planet, vor allem namentlich Total War Warhammer 1 und 2, im Augenblick für einige Tage noch mit richtig hohen Rabatten. Einfach diesem Shoplink folgen bei Interesse, den ich in der Textbeschreibung habe, dann findet ihr auch diese anderen Spiele darüber und wie gesagt, ich würde mich auch persönlich freuen. Vielen Dank, Lorenz, viel Glück in den nächsten Wochen und power dich nicht zu sehr aus. Vielen Dank, Daniel. Ich versuch's.